Herzlich willkommen zu den Soundland Tutorial Videos. Ich bin der Marcel aus der Drumabteilung und ich zeige euch heute, wie man ein Fell wechselt. Euch ist euer altes Drumfell gerissen. Es fehlt etwas vom Coating. Oder es ist völlig eingedellt. Besser zu sehen von hier. Ex-Fell. Oder euer Fell sieht ganz einfach so aus. Und ihr habt es zusätzlich noch mit Gaffer abgeklebt und einem Taschentuch. Ex-Fell. Was macht ihr? Ihr nehmt euer altes Fell runter. Dazu nehmt ihr einfach einen Stimmschlüssel. Ich habe hier einen ganz tollen von Tama. Ist deshalb toll. Ich löse die Schraube an. Und dann kann ich hier einfach drehen. Und das Ding löst sich praktisch von alleine. So, Schraube gelöst. So machen wir das mit allen anderen Schrauben auch. Wie ihr jetzt sehen könnt, sind alle Schrauben gelöst. Ich kann also ganz einfach den Spannreifen abnehmen. Den lege ich zur Seite. Schön vorsichtig. So. Jetzt haben wir unser altes Fell. Und das schmeißen wir einfach weg. Und hängen uns an die Wand oder machen sonst was damit. Wenn wir den Kessel schon mal offen haben, können wir gleich mal checken, ob hier drin sämtliche Schrauben von den Böckchen, ob die fest sitzen, ob da drin irgendwas wackelt. Sowas kann man dann immer kontrollieren. Und etwa Flusen oder sonst irgendwas einfach mal rausholen und der Snare was Gutes tun, ein bisschen sauber machen. Das ist eine neue Snare. Ich habe hier vorher schon alles kontrolliert. Deshalb können wir uns mal hier die Gratung anschauen. Das ist jetzt eine Stahlsnare, deshalb ist es da relativ unwahrscheinlich, dass wir irgendwelche Macken in der Gratung haben von vornherein oder dass irgendwas unschön geschliffen ist, wie es bei einer Holzsnare der Fall sein könnte. Habt ihr da irgendwelche Macken drin oder holt euch beim Rumfahren einen Spreisel, solltet ihr euch überlegen, ob ihr die Gratung nicht erneuern lasst. Das kommt nachher eurer Spannung. Also der Fellstimmung und Spannung zugute und natürlich auch ganz klar dem Klang der Snare Drum. Hier haben wir ein neues Fell und legen es zunächst mal auf den Kessel. Ich persönlich habe es gern, wenn der Aufdruck oben auf dem Fell immer aufs Badge vom Kessel zeigt. Geschmackssache. So, dann nehmen wir unseren Spannreifen wieder, legen ihn einfach mal drauf. Und jetzt sorgen wir dafür, dass sämtliche Schrauben in das dazugehörige Böckchen eingedreht sind. Nur ein bisschen, dient nur dazu, dass der Spannreifen mal so langsam in die richtige Position kommt. Jetzt sind alle Schrauben drin und jetzt geht es darum, das Fell so gleichmäßig wie möglich und so zentriert wie möglich auf den Kessel aufzuziehen. Dazu fange ich mit einer Schraube an. Ich nehme die jetzt hier, die seht ihr am besten. Und fangen mal an, das Ding anzuziehen, wieder mit dem tollen Schlüssel. Das Schöne ist, der Schlüssel hält eigentlich an, sobald die Schraube die Unterlegscheiben hier berührt. Und ist eigentlich auch genau das, was wir wollen. Wir wollen erstmal nur das Fell grob fixieren und nicht schon irgendwas unter Spannung bringen oder sonst was. Aus dem Grund machen wir jetzt gegenüberliegend wirklich die Achse und dann gegenüberliegend weiter. Und machen mit der Schraube genau das Gleiche. So, jetzt sind die beide gleich angezogen. So, jetzt haben wir hier die Achse, das seht ihr. Und jetzt muss man versuchen, wenn man jetzt hier die 90 Grad nimmt, die nächste Schraube, die ist einfach am weitesten davon entfernt, die anzuziehen. Hier kommen wir jetzt genau in die Mitte von zwei Schrauben, also suchen wir uns eine von diesen beiden aus und machen mit der Schraube das Gleiche. Und wieder genau gegenüberliegend. So, jetzt sind noch die Schrauben hier übrig. Wir nehmen uns jetzt die hier. Dann wieder so weit auseinander wie möglich, sind dann diese da. Und zu guter Letzt das letzte Pärchen. Und jetzt müssen wir kontrollieren, ob der Spannreifen irgendwo weiter entfernt ist vom Kessel als an irgendeiner anderen Stelle. Also ob das Ding hier auch gerade drauf sitzt. Wenn hier irgendwas schräg ist, dann haben wir nachher extreme Probleme, den Kessel richtig zu stimmen. Und demnach klingt es dann natürlich auch nicht so toll. Aber hier ist alles in Ordnung, die Abstände sind überall okay. Und deshalb fangen wir jetzt langsam an, das Fell unter Spannung zu bringen. Dazu suchen wir uns eine Schraube raus. Wir machen jeweils eine ganze Umdrehung. Das ist eine halbe, das ist eine ganze.
nehmen wieder die gegenüberliegende Schraube. Klaro, gleichmäßig soll sich die Spannung verteilen, deshalb gegenüberliegend. Halbe, ganze Umdrehung. Gleiches Spiel wie vorhin. Hier ist die Achse, 90 Grad. Nächste Pärchen. Halbe, ganze und gegenüberliegend. So. Irgendwann mal ist man darin geübt und macht dann einfach ganz schnell weiter. Unser Fell ist jetzt gleichmäßig aufgezogen, es ist gut zentriert, der Spannreifen sitzt, wackelt nicht, hat aber überall die gleiche Luft. Und jetzt geht's ans Stimmen. Und wie man so einen Kessel stimmt, das zeigen wir euch in einem anderen Tutorial-Video. Viel Spaß und bis dann!